Moin, moin. Das letzte Get Ready With Me rumhängen Video ist ziemlich gut angekommen. Also ich hab viel Resonanz gekriegt. Also jetzt nicht unbedingt 5 Millionen Klicks, aber relativ... Ihr habt viel dazu gesagt und das hat so Spaß gemacht, dass einem immer wieder einfällt, warum man sowas eigentlich macht. Und ich habe heute frei. Heute ist mein freier Tag. Und ich werde gleich in die Stadt laufen und meinen Douglas-Gutschein einlösen und mir einen neuen Pinsel dafür besorgen. Und danach geht's mit Carmen zum Sport. Und ja, und ich habe gedacht, wenn wir uns dafür hübsch machen, dann könnt ihr ja auch ruhig dabei sein. Ich werde heute was Neues benutzen, also was, was ich gestern erst gekauft habe. Und zwar ist da auch schon ein Puzzle dran, super. Von P2 aus der... Carnivalesque, der Stay All Night Eyeshadow Chubby WP? Was soll denn das sein? WP? WP? Naja, es ist die 030 Colorful Fantasy und so sieht er aus. Es ist ein sehr gelbliches Orange. Und ja, dann, was an dem Deckel ein bisschen lustig ist, wenn ihr die auch, wenn ihr den erstmal aufmacht und dann wollt ihr den Deckel wieder raufschieben, dann müsst ihr das doll machen, sonst hält das nicht. Das ist ein bisschen schräg. Naja, und ich habe mir hier ein paar Sachen rausgesucht und ja, auf geht's. Wir fangen wie immer mit den Augenbrauen an. Der Eyeshadow Base. Ich gehe ja nicht so oft zu Douglas, weil ich halt dann doch eher das Drogeriekind bin. Aber wenn man schon einen Gutschein hat, boah, ich freue mich so, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist so ein bisschen... Ich komme mir nicht vor... Also, es ist ja nicht mal mein Geld, ich habe es ja geschenkt gekriegt zu Weihnachten von meiner Schwester. Aber ich fühle mich dann schon ein bisschen fancy. Das ist ein Termin, ich habe einen Termin. So, heute benutzen wir mal das, benutze ich unfassbar gerne. Da kann man so Löchlis reinmachen, je nachdem wie viele man möchte, habe ich gemacht. Dann gebe ich mir das immer ein bisschen in die Hand. Dann einmal hier rüber. So. Rums. Ja, ja, ich bin tatsächlich, ich freue mich da drauf und die Sachen angucken und ein bisschen mit Daria schnacken und ja. Ach so, auf die Lippen mache ich mir jetzt mal zwischendurch den hier. Ich finde den nicht, der ist so zwischen der absoluten Keule, also sowas wie Kaufmanns Kindercreme oder so. Und so einer mittelmäßigen Pflege. Also ich würde sagen so mittel bis doll finde ich den. Finde den Geruch ganz gut. Schmecken tut es allerdings nicht so, wie es riecht. Naja, steht ja auch nur Kokosduft drauf. Also ist das in Ordnung. Also für die Augenbrauen nehmen wir heute einen Reval de Lubiang Augenbrauenstift. In der Farbe 01 Natural Blonde. Und als Augenbrauengel habe ich mal von Astrid bekommen. Das war, glaube ich, auch mal in irgendeiner... War das in der Douglas-Box? Ich weiß das nicht so genau. Ich habe mich auf jeden Fall tierisch gefreut und das hält auch schon ewig. Also richtig, richtig gut. Es ist bei meinen Augenbrauen, das ist ein bisschen bekloppt. Ich habe hier, auf der Stelle, habe ich fast gar keine Haare. Und ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder ob das passiert ist, als ich mir mit 19... die Augenbrauen mit Wachs abgemacht habe. Ja, das habe ich gemacht. Und das habe ich gemacht, um anschließend diese furchtbar schicken 90er Jahre Stiftaugenbrauen, also wirklich so einen Strich, so ein Halb. Ja, das habe ich gemacht. Man mag es kaum glauben. Danach, nachdem die Phase vorbei war, habe ich die wieder jahrelang überhaupt nicht beachtet. Bin halt so den Kurs gefahren, man sieht sie eh nicht von Natur aus, also warum soll ich da irgendwas dran machen? Und mittlerweile
brauche ich für Augenbrauen echt fast manchmal ein bisschen lange für meinen Geschmack. Aber wenn die sitzen, es macht wirklich was. Also, Vergangenheits-Ich, du hattest nicht recht. Ich färbe mir die auch, aber Farbe hält bei mir nicht so lange in den Augenbrauen. Das ist ein bisschen schade. Also das, was ihr vorher so an Härchen, Schatten gesehen habt, das ist schon gefärbt. Also das, ja. Ich habe mich gerade bewegt und habe gedacht, Mama, was riecht denn hier so gut? Das war wohl ich. Ich habe von Axe, gibt es ja, glaube ich, ein einziges Frauendeo. Und es ist ein Sprühdeo und eigentlich bin ich ja ein Roll. Also ich mag lieber Roll-on-Deos. Aber das habe ich im Fitnessstudio, hat er in der Umkleidekabine hat er ein Mädel mit rumgesprüht. Und ich stand da, ich habe sie gar nicht gesehen. Und dachte, Alter, was riecht denn hier so gut? Und dann bin ich halt hin und so um die Ecke. Und ja, das war halt das Axe-Anarchie für Frauen. Und ich mag das voll gerne. Also ich nehme auch viel, lasse es dann trocknen. Aber richtig gern. Also, dass mir mein Deo-Geruch so gut gefällt. Ich nehme dann auch kein Parfum mehr, ne? Also, das steht für sich allein, finde ich. So. Dutch. Ja, das habe ich ja gut gemacht. Ja. Super. Naja, wird schon. Nehmen wir erstmal die andere Seite. Wie gesagt, hier vorne habe ich echt ein paar Augenbrauen, also ein paar Härchen. Aber dann wird's Wüste. Habt ihr auch so Stellen in den Augenbrauen, wo ihr euch denkt, was zur Hölle? Einmal mit Profis arbeiten? Oh, Mann, Mann, Mann. Meine Freundin Nina ist, was Augenbrauen angeht, das ist eine Frechheit. Sie ist halt brünett, das heißt, man sieht sie ohnehin schon. Dann sind die unfassbar gleichmäßig und wachsen einfach auch total schön. Und sie muss da eigentlich gar nichts mit machen. Die sehen einfach von Natur aus total gut aus. Und ich bin das kleine Augenbrauenkrüppelchen da neben ihr. Aber das ist okay. Das ist halt so, die brünetten Damen haben da halt echt Vorteile. Also auch was das Ungeschminktsein angeht, wie man sieht, solange meine Wimpern nicht getuscht sind, meine Augenbrauen nicht drauf sind, geht bei mir echt eine Menge verloren, finde ich. Ja, das ist bei ihr nicht so. Ich hatte mir die Lash, hier die Prep & Prime eingepackt, aber ich glaube, die habe ich gerade gar keine Lust zu. Ich muss auch ein bisschen auf die Uhr gucken. Dino-Uhr. Der Dino sagt, es ist kurz vor 13:30. Ja, muss ich mich ein bisschen ranhalten. Also keine Lash Base. Die hier habe ich von Nives geschenkt bekommen und ich finde die hervorragend. Also wirklich hervorragend. Und die liegt ja so bei, ich glaube, ungefähr bei 10 Euro, oder? Wenn einer den Preis weiß, bitte einmal Bescheid sagen für die anderen. Und ich finde die echt gut. Also das Bürstchen ist eigentlich total schräg. Aber ich komme damit echt gut klar. Was nicht heißt, dass ich nicht rumsau. Das hat nichts zu sagen. Rumsauen hat bei mir nichts zu sagen. Der Pinsel, den ich mir kaufen möchte, das wird, also das habe ich letztes, glaube ich, auch schon erzählt, so ein ganz normaler Katzenzungenpinsel soll das sein. Und ja, bin gespannt, was Douglas da so im Angebot hat. Aber ich werde ja professionell beraten und das wird schon. Ich werde das auch auf jeden Fall bei Instagram posten. Da werde ich mich nicht zurückhalten können. Ja. Und wenn dann später das Video online kommt, wo ich dann halt auch noch ein paar andere Sachen zeige, was ich mir so diesen Monat vielleicht geholt habe oder so, dann wird der dabei sein und dann habe ich ihn ja wahrscheinlich auch schon benutzt und kann da ein bisschen was zu sagen. Das ist, denke ich, eine ganz gute Lösung. Sonntag hatte ich ein bisschen mehr zu erzählen, da hatten wir ja auch lange nicht geschnackt. Heute ist so ein bisschen,
Ja, ist ja noch nicht viel passiert. Ich war ja noch gar nicht draußen. Ich habe gestern mit meinem, ich sag mal, mein Nachbar, der wohnt hier halt um die Ecke, Sveddy und seinem Kumpel, haben wir Mystery Science Theater 3000 geguckt. Wer von euch kennt den? Es ist genau mein Humor, ne? Also, wenn man sich fragt, was ich für einen Humor habe, das, ich könnte mich wegschmeißen. An, aus, an, aus, an, aus. Großartig. So, was ich an dieser Mascara mag, man kann die so gut schichten. Immer drauf damit. Ordentlich. Wenn ihr was im Hintergrund hört, das ist Svenny. Macht sich gerade für die Arbeit fertig. Aber ich glaube, man hört eh nichts. Wie lange ich mich hier an Wimpern aufhalten kann, ne? Unfassbar. Du noch darüber und du nach links. Und du machst nicht, was ich will. Und deswegen verfluche ich dich und deine Enkel. Naja. So, er hier. Beschlossen, den schiefen Turm von Pisa nachzuahmen. Ey! Komm schon. Alle Leute haben Bad Hair Day. Das habe ich nicht. Ich habe kaum Haare. Aber ich habe dafür Bad Lash Day. Ich habe auch keine Nadel mitgenommen. Ich teile die dann auch ganz gerne mal mit Stecknadeln. Ich dachte immer, ich wäre bescheuert und keiner außer mir würde das machen. Aber ich habe dann über YouTube erfahren, dass das viele Leute machen. Also nicht der Großteil, aber es machen schon mehr als ich dachte. Alten Grobmotoriker. Habt ihr euch was aus der Karnevales gekauft? Ich meine, das sind ja sehr, sehr gerade, klare Farben. Wenn man genau das noch nicht in der Sammlung hatte, kann man das natürlich gut gebrauchen. Ansonsten, ja, sind halt keine ungewöhnlichen im Sinne von noch nie da gewesen. Aber, huch, was gibt's da eigentlich alles in der LE? Irgendwie Lidschattenstifte, drei Stück. Ich glaube, einer ist blau, ne? Ja. Und Nagellacke auf jeden Fall. Die sehen auch sehr niedlich aus. Die sehen so ein bisschen, auch vom Design her, mich haben die an Luftballons erinnert. An bunte Luftballons. Und was gab es denn da noch? Ich glaube Mascara. Gab es Mascara? Naja, aber man muss sich ja immer ein bisschen entscheiden, ein bisschen Prioritäten setzen. Und ich habe mich, wie gesagt, also auf den war ich halt von Anfang an scharf. Und deswegen ist es der geworden. Denn den werde ich definitiv, wenn er dann so performt, wie ich mir das vorstelle, den werde ich definitiv super oft benutzen. Und blau halt nicht so. Ja, ihr wisst, wie das läuft. Das sind ja nur meine Augen und meine Haut. Was passiert, wenn ich mich aufs Reden konzentriere und nicht darauf, was ich so mache, wenn ich alleine bin? Könnt ihr mal sehen, ich finde das so gemütlich, hier mit euch zu sitzen, dass ich das Gefühl habe, es ist gar keiner da. Was ja aktuell stimmt, aber im Endeffekt ja nicht, ne? So, Augenbrauen. Ja, läuft. So. Ja, Wimpern sitzen. Einigermaßen. Dann kommt er hier. Ich nehme immer ungefähr so viel. Das reicht mir eigentlich fürs ganze Gesicht. Ich habe vorhin übrigens, ich bin so ein bisschen im Säure-Peeling-Fieber irgendwie. Also ich habe jetzt das Limitierte, habe ich ja von Nina, von Rivaldo. Also ich spreche jetzt von den Rossmann-Ausführungen.
Das Limitierte habe ich ja von Nina gekriegt, das für 4 Euro, dann gibt es ja eins für 1,99. Und dann gibt es ja eins für 1,49, in dem das meiste drin ist, von Isana Young. Und das habe ich heute Morgen ausprobiert, weil das für 99 Cent bei Rossmann im Angebot war. Und finde ich ziemlich gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss ja immer mit dem Test ein paar Tage warten, weil man ja nicht jeden Tag ein Säurepeeling machen kann. Aber ja, das hat mir auch ziemlich gut gefallen. Mal gucken, so was für ein Ergebnis ich komme. Weil ich meine, Menge und Preis, Leistung, das muss man ja bei so einer Bewertung auch irgendwie mit einrechnen. Und für Menge und Preis ist auf jeden Fall bei dem Isana Young am besten. Aber da muss ich halt nochmal gucken, weil die Peelingkörnchen, die da drin sind, die haben sich nicht aufgelöst. Nicht so wie bei dem mitpreisigen sozusagen, bei dem für 1,99. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Diese können sich ruhig auflösen. Also würde ich ganz primig finden. So. Base. It's all about the base. Nice. Ich habe bei Facebook ein Bild gesehen mit Star Wars und dann lief da halt die imperiale Armee lang mit den großen Schreitern und dann stand da, it's all about that base, no rebels. Ich habe mich weggeschmissen, Alter. Sowas freut mich ja, ne? Herrlich. Internet, kreative Leute, herrlich. So. Dann gucken wir doch mal. Die Spitze ist ganz schön. Achso, erst zum Rausdrehen. Geht auch wieder rein. Ein Glück. Ich weiß nicht, wie ich den anspitzen soll. Später. Naja. Mal schauen. So. Der ist... Die Basis ist matt. Aber da sind ein paar Goldschimmerpartikelchen drin. Mal gucken. Ja. Da ich nicht weiß, wie schnell der sich setzt, verblende ich das jetzt schon mal schnell mit dem Finger. Was ganz gut geht. Riecht übrigens wirklich nach gar nichts. Also das finde ich besser, als wenn sie da künstlichen Erdbeergeruch oder so raufhauen. Geht man. Das macht auch keiner. Also nicht bei Augenprodukten. Da finde ich das komplett unnötig. So. Ja. Dann verknoten sich dabei mal ein bisschen, aber das nehme ich in Kauf. So. Eine Schicht. Nicht schlecht. Also was später, glaube ich, ein bisschen kompliziert wird, wenn die Spitze weg ist, dann so schön an den Wimpernkranz hier ranzukommen. Da werde ich das dann wahrscheinlich mit dem Pinsel vom Stift abnehmen und aufs Auge aufgeben. Ich bin auch mal gespannt, ob der stained. Ob ich dann morgen immer noch gelbliche Augenlider habe. Das ist mir übrigens mit dem einen Essence-Pigment tatsächlich passiert. Also es kann natürlich auch daran liegen, dass ich so unfassbar hell bin. Ging dann auch ab. Also das war nicht so, dass das länger als einen halben Tag drauf geblieben ist. Aber von dem Safety First Pigment hatte ich tatsächlich ein bisschen rosa Augenlider. Also nach dem, wie soll ich sagen, nach dem normal mit Gesichtsöl abschminken, da hatte ich dann noch ein bisschen was von drauf. Und hallo Sven. Und naja, aber mit ein bisschen auch Make-up Entferner ist das dann auch weg gewesen. Da noch ein bisschen. So. Also in dem Licht hier sieht das relativ gleichmäßig aus. Ja, naja. Wahrscheinlich eher als Basis oder so. Mit ein bisschen Silikon drunter. Also ich glaube, ohne das Silikon wäre das zu verblenden tatsächlich ein bisschen schwierig. So.
Und so eine Farbe habe ich tatsächlich auch noch nicht. Das ist echt so ein Gelb-Orange irgendwie. So. Finger dreckig. Wir ignorieren das, wir waschen ihn später. So, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Ja, kann ich ja einmal Puderpinsel drüber gehen. Dann ist das ein bisschen gesettet. Ja, aber ich glaube, ganz alleine würde ich ihn nicht tragen, weil so ganz hundertprozentig gleichmäßig habe ich ihn nicht hingekriegt. Also sieht in der Kamera, glaube ich, ganz gut aus, aber hier sind so ein paar ganz bisschen fleckig. Ich weiß nicht, ob der blaue, wenn der dunkler ist, ob man das Fleckige dann mehr sieht. Wäre natürlich nicht so schön. So. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Wollen wir mal gucken, was wir als nächstes anstellen. Wir gucken auf die Uhr mal. Ich habe mir hier, die habe ich ja von Anna geschenkt bekommen, habe ich Make It Basics. Dann nehme ich mir von Evelyn den Blenderpinsel und gehe in Naked 2 rein. Das ist der Ton. Und dann gehen wir ein bisschen um die Kante. Ich mag an dem so gern, dass der so eine richtige Spitze hat. Also ich finde, die spürt man auch. Natürlich nicht unangenehm, aber ich finde, dass man damit auf eine ganz lustige Art und Weise relativ präzise arbeiten kann. Ja, mal abgesehen von Mystery Science Theater 3000. Guckt jemand schlechteste Filme aller Zeiten? Also verfolgt das jemand? Ich habe das ja früher mal mit meinem ehemaligen Kumpel oder mit dem einen geguckt. Das war immer ein Fest. Also da kann ich mich auch wegschmeißen. Die meisten Leute empfinden schlechte Filme ja als Zeitverschwendung. Es kommt auf das Niveau drauf an. Wenn sie so schlecht sind, dass sie wieder unterhalten durch ihre beschissene Performance, dann habe ich da durchaus einen Platz in meinem Herzen für. So. So, jetzt haben wir einmal drumherum geblendet. Oh, kann sich sehen lassen. So. Svenny fort. Pinsel, Pinsel, Pinsel. Ja, knallt aber gut, ne? Ja, finde ich schon schön. Auch, es ist wirklich auch sehr gelblich, aber nicht 100% regelmäßig. Ich müsste wahrscheinlich fürs 100% regelmäßige noch einen orangenen Lidschatten drüber geben. Oder einen Schimmer oder so. Naja. Aber ich habe was anderes vor. Oh Gott, hat mich das glücklich gemacht, das Ding. Das Problem ist, die haben ja so eine merkwürdige Vaseline-artige Basis. Und das ist nicht einfach, die dazu zu kriegen, da zu bleiben, wo sie hin sollen. Das heißt, ich werde mir jetzt einen kleinen festen Pinsel... Achso, übrigens, das ist mein Pinselbecher. Das war natürlich mal ein Teebecher, aber wie man sieht, hat er hier vorne echt einen fetten Riss und da ist tatsächlich Tee ausgetreten. Aber für Pinsel ist er natürlich super. So, Lippenpinsel. Den finde ich gut. Der genauso alt ist wie der Lidschattenpinsel übrigens, der ein Geschwisterchen kriegen soll. So, und da diese vaselineartige Basis nicht so gut hält, habe ich überlegt, dass ich mir den Glitzer da rauskratze und damit vermische und dann gucken wir mal, was so passiert. Ach, der ist ja auch nett. Das ist der da drin war. Der ist ganz klein, aber relativ fest. Dann probieren wir dich doch mal aus. So, erstmal was da raus, darauf. Mal gucken. Nehme ich das Ende für. So. Also es ist echt pastig, ne? Also, mal gucken, was... Achso, jetzt willst du nicht. Glitzer will das nicht. Computer will das nicht. Komm schon. So. Okay. Wir haben es da drauf.
das mal dahin. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn man diese Lösung da drauf gibt. Ich will mal alles heimlich machen. Nein, ihr sollt ja was sehen. Aber ich glaube, ein Tropfen reicht aber. Na, der Pinsel kriegt einen eigenen Tropfen. Dann saugt er ja das alles auf. So, mal gucken. Die Flüssigkeit diese Paste anlösen kann. Ich meine, immerhin ist die alkoholhaltig, denke ich. Nein, vermischt sich überhaupt nicht. Es perlt ab. Na gut. Dann halt nicht. Dann machen wir das so. So, klassische Glitzerplatzierung. Oh, da wollte ich ja noch was drunter machen. Ich habe mir von Essence die hier geschnappt. Die habe ich ewig nicht benutzt. Und da ist ein kleiner Blauton drin. Probieren wir den nochmal aus. Das ist der Zu Eva Detail Shader. Den habe ich von meiner Schwester geschenkt bekommen. Ist ein sehr helles Blau, ne? Eher ein eisiges Blau, ja, genau. Nachher hier immer so ein bisschen die Clowns-Partie, wie ich es so gerne nenne. Was an Alyssa Marie liegt. So. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera... Na, ein bisschen kann man sehen. Leuchtet auf meiner Haut natürlich auch schön, weil ich so ein super warmer Typ bin. Man sieht ein paar Fältchen. Das ist ja toll. Naja, wozu so tun, ne? Muss die Welt mit um. So, dann probieren wir mal den Glitzer da drauf zu hauen, ohne dass er alles einsaut oder versaut oder verschiebt oder wie auch immer. Das ist echt merkwürdig geworden. Naja, der Kleine verliert Haare, wenn ich das richtig sehe. Naja, war eine Dreingabe, ne? So, das geht ganz gut. Das finde ich gut. Das hat geklappt. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, ob das da sitzen bleibt im Laufe des Tages. Aber gut, wenn es beim Sport verwischt, ist es okay. Vorher nicht so. Das ist echt so ein bisschen pastig und ziehig. Also ich meine, für große Hautflächen, ist, was weiß ich, wenn ihr euch das aufs Dekolleté haut oder so, ist das natürlich gar nicht schlecht. Auch, dass das die Haut dann nicht mit Alkohol austrocknet oder so. Aber hier, für das, was ich hier mache, könnte, also da wäre mir, weiß ich nicht, 5 Glitterliner in den Farben wären für mich nützlicher gewesen. Oder das als Pigment oder lose halt, damit ich mir das mit der Basis anmischen kann, die ich für richtig halte. Naja, aber wahrscheinlich ist das günstiger herzustellen. So. Oh. Das finde ich gut. Das hat gut geklappt. Das ist übrigens die 020 Charming Blues. Jetzt kommt BB Cream, würde ich mal sagen. Ich habe ja auch noch ein anderes Make-up liegen, aber ich habe auf das einfach mehr Bock. Die BB Cream ist einfach mein Freund und Helfer. Und mit den Fingern aufgetragen gefällt sie mir auch am besten. Also ich habe das auch schon mit dem, ich glaube, das ist der Multitasker Brush von Real Techniques. Den habe ich, den hat Nieves mir mal geschenkt.
Mit dem mag ich, also die ist gar nicht so flüssig. Die setzt sich, also die verliert ziemlich schnell an Flüssigkeit und dann muss ich den Pinsel anfeuchten, damit nicht so viel Produkt verloren geht. Und das geht mit der Manhattan Easy Match geht, funktioniert der Pinsel besser. Wirklich. Also für die nehme ich tatsächlich am allerliebsten die Finger. Und dann läuft das. So, hier werde ich immer gerne ein bisschen rot. Übrigens, weswegen ich so gejammert hatte, dass der Apparillo auf meinem Kinn, ja, 3-4 Mal Heilerde drauf, durchtrocknen lassen, abkratzen, wieder drauf, so die Tortur. Ja, und heute tut er schon nicht mehr weh. Also, und der war echt, also das, der hat die Form meines Kinns verändert, ne? Also das kann lieber so. Ich wasche mir mal kurz noch an die Finger. Das Spülmittel, das riecht so gut. Ich hoffe, die haben das nächsten Monat noch. Wenn sie das nächsten Monat noch haben, dann kaufe ich vielleicht sogar ein bisschen auf Vorrat. Diesen wird das nichts mehr. Ja, meine Lippen waren schon in besserem Zustand irgendwie. Uns fallen die Temperaturen auch, also sie fallen eigentlich eher nach oben. Also im Moment ist es so nass, kalt, eklig, super norddeutsch irgendwie. Da stehe ich gar nicht so drauf. Ja, ich mache heute ein bisschen schneller, ihr merkt das. Aber ich will halt, wie gesagt, auch echt gleich aus der Tür. Genau, jetzt ist mir eingefallen, was ich auch immer gemacht habe. Kleinen Moment. So. Ich habe mir diesen Pinsel genommen, ich wische den mal hier eben an der Serviette ab, die ich ja zum Glück ausgelegt habe. So, und dann gehen wir hier rein. Und das. Ich habe ein bisschen viel genommen, ne? Es schneit. Es schneit im Red Headquarter. Gut, dass Svenny nicht mehr da ist, ich würde auf den Sack kriegen. Vermutlich nicht. Aber ein Blick. So, und jetzt gebe ich das über diese merkwürdige Glitzer-Base nochmal drüber. Das nimmt ein ganz bisschen Glanz, aber ich habe immer das Gefühl, das geht von den Pailletten irgendwann wieder runter. Aber dann hat man da nicht mehr so ein unkontrollierbares Geschmiere unterm Auge. Ja, Mann, ich meine, das ist blauer Glitzer, ne? Den kriege ich nicht weggepudert. So. Rouge. Da habe ich mir das hier rausgesucht. Meet Me in Venice. Blazing Treasure Blush. Ich habe die Goldschicht mit einem großen fluffigen Pinsel abgemacht, deswegen ist es sieht matt aus. Aber das ist echt eine Drecksau, ne? Also der ist weich und pigmentiert wie ein Lidschatten. Ich mache euch mal einen Swatch auf meinem Handrücken. Ich meine, kabam, also damit muss ich wirklich, also das hier ist Atomkraftwerkzone, um mal bei dem letzten Video zu bleiben. Wo ist denn mein Rougepinsel? Ach da. Wischen wir auch einmal kurz an der Serviette ab, ich weiß gar nicht, was ich da vorher genommen hatte. Das ist der von Evelyn übrigens, benutze ich seit Jahren. Ist super, lässt sich auch gut waschen. So, 1, 2, 3. Klopfi. Jetzt gucken wir mal. Oh Gott, das war schon fast zu viel. So. Der hat einen für mich schon perfekten Highlighter mit drin. Oh Gott, Yumi mautzt immer, wenn sie aufwacht und mich nicht sieht. Yumi, komm hier. Ich bin in der Küche. Ja? Ja? Ja, komm hier. Ihr denkt, ich rede mit der Luft, aber sie mautzt die ganze Zeit. Ja, komm hier, hier bin ich. Komm schnell. Hier, hallo, 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 ja. Ja? Ja. Ja, hallo. Ich drehe ein Video. Schnief, schnief. Ja, Hatschi. So. Ich weiß gar nicht, ob ihr so einen großen Unterschied sehen könnt, aber ich sehe definitiv einen.
Wer den hat, gerne mal wieder rauskramen. Erstmal was essen. Das ist immer gut. Es nimmt Stress, sagt sie. So, wir sind ja jetzt mit den Puderprodukten fertig. Das heißt, ich kann nochmal eine Schicht Mascara drauf machen. Was sagt der Dino? Ich war ganz schön schnell. Kann ich das? Ach, ja, okay. Ihr wollt heute nicht. Aber ist in Ordnung. Ich finde übrigens, dass die Farben gut zu meinem Shirt heute passen. Danach gehe ich tatsächlich auch. Also ich sehe gerne mal aus wie ein laufendes Chaos, aber meistens steckt da nur eine Idee hinter, die keiner versteht. Und die ich manchmal sogar im Laufe des Tages wieder vergesse. Habe ich mir jetzt ein Katzenhaar mit reingepinselt? Ja, das kann ich auch richtig gut. Das geht echt gut mit diesen Borsten. Die kämmen die Wimpern echt ziemlich gut durch. Mag ich. Hätte das gedacht, dass ich mal ein Gummibürstchen so gerne mag. Bin ich eigentlich nicht so der Typ für. Ach, ihr nervt mich. So. Dann haben wir hier ja noch unsere... Huch, jetzt habe ich ein Kajal da drin stecken. In Grün. Wir haben heute gar kein Grün. Nee. Ach, komm. Ah, was bist du für ein Grün? Du bist ein schimmerndes. So einer ist das. Na! Ja, ist auch ganz hübsch. Ich habe überlegt, den da hinzusetzen, aber da sind wir echt ziemlich bunt, ne? Lieber nicht. Es ist zu bunt, mag ich ja auch nicht. Oh, ich weiß, wir nehmen Grau. Das ist eine total gute Idee. Jetzt geht die Katze in mein Zimmer und meckert, dass ich nicht in meinem Zimmer sitze. Das ist, das Spielchen kenne ich schon. Dann kriege ich Ansage, dass das falsch ist. Du machst was falsch. Ein bisschen Alien jeden Tag. Das tut gut. Das macht froh. Ich mag auch, dass die Leute einen dann angucken und ich habe die Illusion, dass sich ein bisschen die Erwartungshaltung ändert. Also von mir wird dann weniger konformes Verhalten erwartet, als wenn ich, glaube ich, keine Pünktchen im Gesicht hätte. Das Coole ist, die Kundschaft bei uns im Laden, die kennen mich ja nun auch schon seit Jahren und die gucken mich mal schräg. Also für die ist es völlig normal, dass ich so rumlaufe und weil das für mich auch so normal ist. Und wie gesagt, ja, mein Chef ist da ja auch, also ist der Beste, ne? Kann man nicht anders sagen. So, die sind jetzt so ein bisschen undefiniert, diese Punkte. Kann man mögen. Kann man auch mal. Ich weiß gar nicht, ob der noch funktioniert. Wie alt der ist, könnt ihr euch ja denken. Ja, doch, der funktioniert auch noch. Ich habe fast den Tisch damit angemalt. Ging aber noch. Mal gucken, ob wir damit so präzise sein können, wie ich das gerne möchte. Hm.
Ich halte bei sowas die Luft an. Das mache ich übrigens auch bei Sportübungen, von denen ich denke, dass ich sie nicht kann, da halte ich auch die Luft an und bin dann immer viel schneller aus der Puste. Und das ist ja, daran, da sollte man tatsächlich drauf achten. Das ist ein Tick. Also bei mir ist es ein Tick. Und wenn ihr denkt, dass ihr so Übungen habt, bei denen ihr furchtbar schnell aus der Puste kommt, kann es daran liegen, dass man halt noch nicht so trainiert ist. Aber achtet mal auf eure Atmung. Carmen wollte sich totlachen, als sie das gemerkt hat. Und ich habe dann, als ich auf die Atmung geachtet habe und aufs Ein- und Ausatmen, habe ich gleich doppelt so viel davon geschafft. Was in dem Fall 4 waren. 4 Wiederholungen. Machen wir da noch Punkte drumherum? Ja, klar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das sind die nicht gleichmäßig. Ach, grüß die Krise hier. So. Yay! Erfolgreich ein Alien gemalt. Wahrscheinlich ist es, also ich finde ja immer, dass dank des Internets weiß ich ja, dass ich da ein ganz kleines, handsames Licht bin, im Gegensatz zu dem, was die Großen machen an so im Alltag. Aber ich finde es schön so. Wird ja vielleicht auch immer mehr werden, man weiß es nicht. Vielleicht höre ich auch irgendwann auf und trage nur noch schwarz-weiß im Gesicht, man weiß es nicht. So, und ich habe tatsächlich meinen Astor Matte Lip Lacker eingetauscht gegen einen neuen. Das ist die Farbe hier, das ist die 230 Live Your Own Style. Und ich dachte, den probieren wir dazu gleich mal aus. So ein bäriger. Ich mag die Konsistenz von denen echt gern. Hält nicht so lange wie eine matte Lip Butter, aber verzeiht dafür auch eher Lippenfältchen und so. Ich meine nicht Lippenfältchen, sondern Hautfätzchen. So. Moment, ich muss den Spiegel mal ganz kurz. So. Und da ich mit dem Applikator nicht so geübt bin, habe ich ein bisschen übergemalt. Also generell sowieso, aber ich habe ja so schmale Lippen, da kann man ruhig ein bisschen übermalen. Ja, so, den lassen wir jetzt noch einen Moment trocknen. Und ich wäre dann fertig. Würde ich dann zu Douglas gehen, mir ein neues Spielzeug aussuchen. Ja, habe ich es in der richtigen Zeit geschafft? Ja, habe ich. Ich muss jetzt auch gleich los. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ein bisschen mit mir rumgegangen habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir setzen uns jetzt noch die Expertenbrille auf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!